Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich mache mich gleich auf den Weg zu Lars und Jessica. Die beiden habe ich nämlich eingeladen, auf einer ihrer Touren durch ein Bergwerk dabei zu sein. Ich war vorher noch nie in einem Stollen oder einer Grube. Das wird für mich also was ganz Neues und ich bin ehrlich gesagt auch schon ziemlich aufgeregt. Aber wollen wir uns mal überraschen lassen. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg und wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Lars, möchtest du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was du genau machst und warum wir hier sind? Ja, ich bin Lars. Ich bin beruflich Bergmann, arbeite also 800 Meter unter der Erde und mache nebenbei noch viel hobbymäßig im Bergbau. Wollte Lorena mal zeigen, wie das denn eigentlich so ist. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie es da unten aussieht. Ich finde es super spannend und er hat gesagt, er nimmt mich einmal mit. Von daher schauen wir uns jetzt mal unten um. Hier geht's hoch. Was wurde hier damals abgebaut? Kupferschiefer. Stehen kann ich hier nicht. Willkommen im Altbergbau. Bergbau von vor 100 Jahren. Oder mehr. Krass, hier liegen einfach Knochen unten. Wie kommt die hier runter? Hier fällt rein, kommt nicht mehr raus. Hier liegt das auch kann noch gut sein, ja. Hier liegen mehrere Schädel drin. Sowas findet man wahrscheinlich auch öfters in solchen Gruben, ja, ne? Ja, meistens hier vorne in dem vorderen Bereich. Ja. Hier ist eigentlich immer irgendwas Knochenmäßiges. Mal gucken, wie man hier drüber kommt. Und wieder ein. Oh, ist das verrückt. Das ist einfach auch so ein Ort, an dem man sowas nicht erwartet. Ich merke schon, wir hatten hier Wasser ein. Oh, in der Grube. Normalerweise ist hier nicht so schlammig. Das ist alter Abbau. Boah, passe ich glaube ich gar nicht rein. Kann man sagen, dass das Wasser dann auch bis hier stand, weil hier der Schlamm ist? Oder? Unter Tage hast du eine Luftfeuchtigkeit von rund 100%. Okay. Deswegen kannst du auch deine Ausatmenluft immer sehen. Und das sind hier aber nicht die Originalstützen, nein, oder? Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Stempel waren auch gar nicht mal dafür da, um das Gebirge zu stützen, sondern nur dafür da, dass Löser gestützt werden, wie das hier zum Beispiel, was ja hier schon liegt. Das Gebirge stützt sich ja im Prinzip von alleine. Ja. Aber teilweise sind die Leute, die da arbeiten mussten, 8 Jahre alt. Also, okay. Das waren die Teckenjungen, die sind dann da reingegangen. Die haben die Karren, das war je nachdem, was sie halt hatten, entweder waren es Karren. Das waren so ganz flache, wie ein Förderwagen, nur ganz flach, entweder mit Rädern dran, okay, oder nur zum Gleiten. Und die wurden dann immer wieder vor zurückgezogen von den Jungs. Boah. Weil die krass einzigen waren, die so einfach, mühelos ja da drin rumkriechen konnten. Und wie lange mussten die dann hier drin arbeiten? Weißt du das ungefähr? Bis zu 12 Stunden teilweise. Ist das krass. Und die ganze Zeit halt ohne Tageslicht, ne? Ich meine, du bist Bergmann, du kennst es, den ganzen Tag unter Tage zu sein. Für dich ist es wahrscheinlich keine Schwierigkeit mehr, aber ich zum Beispiel bin es jetzt nicht gewohnt. Wie kommen jetzt diese Stützbalken hier hin? Das sind Stempel, um wie gesagt Löser zu stützen. Löser, okay. Falls Fall, sie mal unterbrechen können. In dem Fall, hier vorne im Bereich, wenn da so kleine Steine runterfallen. Und wenn sich das Problem im Gebirge ist, das siehst du teilweise auch hier. Es reißt in Platten. Und das möchtest du mit diesen Stützen abstützen, dass das nicht runterfällt. Also die Stempel waren eigentlich nur dafür da, um sowas zu tragen. Okay. Die haben nicht irgendwie was über uns getragen, die haben wirklich nur getragen, dass nichts runterfällt, was über uns ist. Der Bergmann sagt auch nicht Wand oder Decke oder Boden, sondern Sohle, Stoß und Fürste. Okay. Ja, das kennt man ja von der Tür. Eine Tür ist ja im Prinzip genauso aufgebaut. Genau. Okay. Es ist auf jeden Fall beängstigend, wenn man Stempel hört, die einfach anfangen zu knacken. Ja. Man weiß genau, ein paar Sekunden ist hier alles weg. Also hier wurde Gestein hereingeworfen. Allerdings ist hier unbekannt, das habe auch schon ein paar Leute bestätigt. Was sie hier gemacht haben, weiß keiner. Das war wahrscheinlich so ein Versuchsstollen oder so. Mal zu gucken, ob es irgendwie weitergeht. Das könnte keiner sagen. Das Gestein ist nichts, was abgebaut werden sollte oder könnte. Oder es ist nichts von Wert. Sollten jetzt ein bisschen weiter. Ich weiß, warum man den Helm auf jeden Fall aufhört. Was haben wir hier so für eine Höhe? Also 1,20 oder so? Auf jeden Fall nicht viel. Nicht viel, das stimmt auf jeden Fall. Wer weiß, wie oft ich noch hier an so eine Decke stoße. Was auch eine Bergmannskrankheit war, war der schiefe Nacken. Ich kann hier auch nicht drin stehen. Also ich merke es auf jeden Fall jetzt schon im Rücken. Es wird noch besser. Es wird noch besser, ja. Also zumal die Grube hier klein ist, das ist der Vorteil. Aber also das ist wirklich interessant mal so zu sehen, weil man dachte immer, ja, Bergbau, man spielt das teilweise auch so ein bisschen runter, aber es ist halt wirklich so anstrengend, denke ich mal. Also die Leute im Altbergbau um 1600, 1500 rum sind dann nicht älter als
30, 35 geworden. Wahrscheinlich, weil das körperliche war dann nicht körperlich mehr, ne? Waren sie alle kaputt. Ja. Der Vorteil, den auch viele damals gemacht haben, Bergmann, ja, der Beruf, waren die Privilegien, die dadurch entstanden sind. Mhm. Sie haben in den Dörfern Häuser gekriegt, wo sie kostengünstig oder gratis leben konnten. Sie haben Land bekommen. Jeder Bergmann hat Land gehabt, okay, um da sich selbst zu versorgen und seine Familie. Dann war der Vorteil, dass sie so viel Holz hatten, wie sie wollten. Das waren so die Vorteile von Bergmann. Deswegen war es einfach beliebt, Bergmann zu sein, auch wenn du dann früh gestorben bist. Du hast da aber das hätte schon dein Leben so lange. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt zumindest noch nicht, also es fühlt sich nicht bedrückend an, hier zu sein. Ich meine, die Luft ist halt kühl und es ist feucht. Feucht ist irgendwie trotzdem irgendwie ziemlich angenehm. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, wie tief sind wir jetzt unter der Erde? Kannst du das irgendwie einschätzen? Lass es hier mal 20 Meter sein. 20 Meter unter der Erde. Ja, gut, ne, so tief war ich bestimmt noch nie. Und aber trotzdem. Ich weiß nicht ganz genau, was blauer. Das ist. Wenn es okay, tiefblau wäre, wäre es Azurit. Das ist ein Azurit. Das ist dann, kommt vom Kupfer mit. Das ist, wenn es dann richtig blau ist. Oder Türkis. Boah, was ist das Glitzernde? Das weiß ich auch nicht. Das ist. Okay. Glimmer, oder nicht? Sieht man so oft. Ich komme wieder an eine Abzweigung. Okay, hier wird es aufgehört, also links. Da liegen auch wieder Knochen auf dem Boden. Überall liegen hier Knochen. Kann es sein, dass hier auch irgendwelche Tiere drin leben? Also, dass ich hier kann. Kann. Was? Leben nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall mal reingefallen. Ja, okay, also hier wird sich jetzt auch nichts irgendwie zurückziehen. Wir sind von da gekommen, glaube ich. Jetzt sind wir wieder am Kopfverschick verflöht hier. Das heißt, jetzt musst du wieder genau nach rechts. Und hier geht's rein? Okay. Ja. Aber hier sind überall diese Platten gestapelt, durchgängig, von vorn bis hinten. Ja. Das sind bereits abgebaute Bereiche wie hier. Das Versatzmaterial, was nicht wertvoll war. Und das haben sie dann hier wurde gestapelt. Damals aufgrund von Begebenheiten hier unter Tage am liebsten unten gelassen. Ja. Deswegen wurde das halt aufgestapelt. Ja. Hat auch gleich den Vorteil, dass das Gebirge stützt wieder. Nennt sich dann Versetzen. Das setzt sich irgendwann mit der Zeit dann darauf ab. 300 Jahren auf jeden Fall setzt okay, das Gebirge wieder komplett da drauf. Weil der Berg möchte Hohlräume immer schließen. Sollte immer geschlossen werden. Ja. Und deswegen drückt das Gebirge dann halt. Und irgendwann wird das hier alles komplett verschwunden sein. Weil das hier ein Hohlraum ist und der sich mit der Zeit dann auch schließt. Siehst du ja, wie überall schon Risse entstanden sind. Und hier sieht man jetzt die Stützbalken für die Fürste. In dem Fall ist es für den Stoß. Für den Stoß, oh. Das hat wohl auch für die Fürste, da müssten eigentlich Hölzer dazwischen gelesen sein. Okay. Das ist auch das ist jetzt kein wirklicher Ausbau, das ist jetzt einfach nur ein Stück Holz hier reingemacht, das ist ein bisschen dünn. Ja. Aber wenn es ein großer Ausbau wäre, würde das Teil hier Stempel heißen und das hier oben ist die Kappe. Kappe und Stempel. Hier halt ist auch wieder richtig drin. Ist ja auch ein bisschen größer wieder, der Hohlraum. Der Hohlraum geht aber ganz schön tief. Das ist jetzt Kalk. Über Tage wird es vom Feld, wenn der Dünger gedüngt wurde oder ja, löst sich das Kalk oder aus dem Gebirge eben, aus dem Gestein ja, und läuft dann halt hier runter. Hast du so kleine Terrassen teilweise ja, auch drin? In dem Fall ist jetzt eine einzelne. Okay. Teilweise hast du wirklich dann, dass du richtig immer so Stufen hast. Bis guck mal, hier ist noch so ein richtig dicker Balken. Ist auch schon weggerottet. Ja. Man kann aber das Holz noch richtig gut erkennen. Lass den mal seine 150, 100 Jahre haben. Ja, 100 Jahre? Also so, ich kann sowas ja wirklich gar nicht schätzen, ne? Aber so ein 100 Jahre alter Balken, ne? Und der gehört dann auch noch richtig zum Altbergbau. Der wird dann noch. Wir haben jetzt alle mal die Lampen ausgemacht und das ist wirklich stock. Oh. Wenn du wissen möchtest, wie viel Licht, muss einfach nur ein Feuer sagen. Die alten Froschlampen hatten nicht wirklich viel mehr Licht. Und da wurde dann damals die Kapelle. Die haben dann schon wirklich richtig. Die haben wirklich ausgereicht, dass du unter Tage damit laufen konntest, also fahren. Unter Tage läuft man nicht, man fährt. Ja. Das ist auch egal, was du machst, du fährst immer. Also, ob du im Auto sitzt, ob du zu Fuß bist, ob du einen Seilkorb. Das nennt man auch Sinter und das sind Stalaktiten. Ja. Die sind auch diese kleinen Röhrchen, weil die nicht von außen runter tropfen und von außen dann entstehen, sondern das heißt, das Wasser läuft innen rein. Und sammelt sich dann am Rand. Okay. Und sammelt sich immer einmal am Rand. Macht auf jeden Fall. Es sind immer wieder stufenweise nach oben. Ja. Ach, hier. Das ist das Spannende, was ich hier zeigen kann. Ja. Licht. Schön am Kalk. Ach, wir sind. Okay. Du hast das mit UV. UV-Lampe? Richtig aufladen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Kalks. Teilweise ist nämlich richtig blau, da ist der Kupfer mit drin. Der Anteil der Mineralien bestimmt dann also auch den. Die Farbe. Die Farbe. Zum Beispiel bei Arsen ist es schwarz. Ja. Bei Kupfer ist es blau. Wenn du noch Kobalt mit drin hast, ist es lila. Ja. Bis pink. Grün ist auch mit Kupfer teilweise. Okay.
Also da sind da ganz viele verschiedene Farben. Da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, es gibt wirklich alles. Und ich war 2 Tage nach diesem Ausbruch da gewesen, das anzugucken. Wir sind dann vorgegangen und dann hast du schon gemerkt, wie dir komplett schwummerig wahrscheinlich. Das Messgerät, was wir dabei hatten, hat schon angezeigt, hatte dann ab 5% steigen die Sensoren aus, ab 7-8% des Lebensgefahr. Boah. Auch bei längerer Zeit, wenn du bei 5% längerer Zeit da bleibst, geht das Blut kaputt, weil dann hörst du keinen Sauerstoff mehr, ja, weil klar. Das CO2 verhindert die Aufnahme des Sauerstoffs. Wir hatten so eine Konzentration da drin stehen, dass du das CO2 sehen konntest. Okay. CO2 ist geruchlos und eigentlich normalerweise nicht zu sehen. Und es war dann so hoch, die Konzentration, dass, wie gesagt, die Beine warm geworden sind, weil sie nicht mehr atmen konnten, die Haut. Das war der einzige Moment, wo ich mir wirklich dachte, Alter. Ist das gruselig. Hätte ich mich da hingesetzt, hätte zwei Atemzüge genommen, wäre es vorbei gewesen. Ist das normalerweise so, dass sich dieser CO2-Gehalt in der Luft oder im Gestein mit der Zeit halt verringert? Nein. Das ist bei uns so extrem, weil wir eben einen Vulkan abbauen. Aber ist es nicht normalerweise so, dass man das Gestein irgendwie ein bisschen einsehen kann, dass man schon weiß, was ungefähr auf einen wartet? Wir machen Explorationsbohrungen und dabei stößen sie auch öfter mal auf Gas. Allerdings kannst du dadurch auch nur ungefähr sagen. Wenn natürlich die CO2-Blase 2 Meter über dieser Bohrung ist oder 1 Meter, triffst du sie nicht. Okay. Wird der echt doch schmal, der Gang. Das geht noch voll hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Unterschied zwischen im Stollen und außerhalb des Stollens ist jetzt schon echt merkbar, ne? Wir sind bestimmt 20 Grad mehr. Ach, gerade Untertage, das ist immer so ein Richtwert und das ist überall gleich, oder? Solange du nicht unter 100 Meter kommst, normalerweise ist es ungefähr bei 8 bis 10 Grad. 100 und 800 Meter, da kriegst du dann 5 Grad. Okay. Das heißt, da wo du unterwegs bist... Knapp 1000 Meter, wir haben durch die Bewetterung ungefähr 28 Grad. Und im Abbau, wenn Maschinen laufen, so ein 33. Und wir waren ja jetzt 20 Meter tief? Circa, okay. Geschätzt. Lars hat mir gerade Salzkristalle aus seinem Bergwerk gezeigt. Mhm. Und schaut einfach mal, wie groß sie sind. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist winzig. Ja, genau. Und er sagt, das ist noch klein. Also wir haben Kristalle, die sind teilweise über einen Meter. Über einen Meter? Ein Würfel, ungefähr einen Meter mal einen Meter. Okay. Durchsichtig und viereckig. Was riechen wir jetzt? Schwefel oder... Das ist lieber Schwefel. Mit diversen anderen Sachen. Das hat mit Kohle verbrennt. Okay. Und das kommt jetzt daher, dass ein Stollen seit wie vielen Jahren? 300 Jahren? 300 Jahre circa. Der glimmt, der brennt schon 300 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Seht ihr diese Wand da? Ja, da. Das ist ein Tagebau. Also, okay. Wo die Kohle eben abgebaut wurde. Das ist so ein Loch, wo entweder was raus oder reinzieht. Das braucht ja auch Sauerstoff. Ja. Deswegen hast du teilweise dann über Löcher, wo eben Luft rein oder raus geht. In dem Fall ist es ziemlich warm hier drin. Man merkt es wirklich wärmer. Und das sind einfach so Öffnungen, die bilden sich von alleine. Weil die bilden sich von alleine dann. Der Temperaturunterschied so. Weil da vorne kann man es sogar mit Kohle sehen. Das ist die Kohle. Die ist halt Braunkohle. Und das glimmt halt hier unten. Ist ein großes Stück. Mal gucken. Vielleicht auch mal warm ist. Tief genug reinpasst, dass da drüben einen richtigen Luftzug. Ja, man merkt's. Das ist die Luft, die gezogen wird, damit es überhaupt glimmen kann. Was ist das jetzt für ein Gerät? Was hast du da? Das ist jetzt ein Meergaswassergerät. Da hast du die verschiedenen Sensoren. Genau, das sind jetzt Normalwerte, die beiden. Was wir gleich haben werden, ist wahrscheinlich noch mehr CO. Mhm. Eventuell sogar H2S, das weiß ich noch nicht genau. Ich kann einfach mal draufhalten und gucken, was passiert. CO schießt nach oben. Okay. 21, 23 schießt der CO-Wert nach oben. Hier CO2, Anstieg einen leichten. Ja. Und eben CO. Und ab wann wird es nochmal lebensgefährlich, CO2-Wert? Bei CO2 wird es lebensgefährlich ab 6 ungefähr. Okay. Also wenn man Zeit kommt drauf an. Wenn ich mich jetzt hier eine ganze Zeit vor dem Loch aufhalten würde. Jetzt hier minutenlang atmen würdest, wirst du es vielleicht irgendwann merken. Es geht ja wieder runter. Ja, als man es normalisiert sich dann. Ist halt, weil hier das Kohleflöz brennt. Ja. Und das, die Abgase müssen natürlich irgendwo hin. Ja klar, die kommen. Vorne zieht es ein und hier kommt es raus.
Für mich war es eine super spannende Erfahrung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle an euch beide, Lars und Jessica, nochmal, dass ihr mich eingeladen und mitgenommen habt. An dieser Stelle will ich auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.